Ich bin kurz vorgestellt worden im Landwirtschaftsministerium für die ländliche Entwicklung mit zuständig. Ländliche Entwicklung ist auch sozusagen die Eckpunkte davon, der Punkt meines, beziehungsweise das Thema meines Vortrags. Ich möchte Sie möchte ich Ihnen die ländliche Entwicklung als GAP-Bestandteil näher bringen, dann auf die Vorschläge der EU-Kommission für die ländliche Entwicklung im Zeitraum 2014 bis 2020 eingehen und dann auch noch natürlich auf die Einbindung von Green Care-Aktivitäten in ein künftiges ländliches Entwicklungsprogramm eingehen. Ländliche Entwicklung als GAP-Bestandteil, beziehungsweise ländliche Entwicklung, was ist das? Ländliche Entwicklung glaubt jeder von vornherein, verstehe ich, weil ich weiß, was ländlich ist, was Entwicklung ist. Wenn wir von der ländlichen Entwicklung als Politikinstrument sprechen, dann meinen wir die zweite Säule der gemeinsamen Agrarpolitik. Die gibt es seit 1957, die gemeinsame Agrarpolitik. Die Ziele, zumindest die Formulierung. Die ländliche Entwicklung ist ein viel jüngeres Instrument. Es gibt seit den 80er Jahren Instrumente, die in diese Richtung zeigen. Den Begriff gibt es seit der Agenda 2000, sozusagen mit einem Vorschlag des österreichischen Kommissars Franz Fischler auch gewesen. Sie sehen, die Ziele der GAP sind so formuliert, dass wir sehr vieles abdecken, die Produktivitätssteigerung, Marktstabilisierung, Versorgungssicherung, angemessene Verbraucherpreise sicherzustellen und auch eine angemessene Lebenshaltung für die landwirtschaftliche Bevölkerung zu ermöglichen. Und unter diesem Zielartikel sind auch jene Aktivitäten zu verstehen und zu subsumieren, die wir im Bereich ländliche Entwicklung machen, die über den landwirtschaftlichen Kernbereich hinausgehen. Hier sehen Sie seit 1980 ungefähr ein 30 Jahre Überblick über die Ausgaben für die gemeinsame Agrarpolitik. Das ist natürlich indexiert geworden, die Ausgaben. Sie sehen am Anfang einen Anstieg und dann sehr konstant bis teilweise rückläufig, sogar in den einzelnen Jahren. Gelb bzw. orange und rot sind die Exportstützung und die Marktmaßnahmen dargestellt. Also sieht man, das waren lange die Hauptpunkte der gemeinsamen Agrarpolitik. Dann ab 92 McSherry-Reform für die agrarischen Insider, die gekoppelten Direktzahlungen in blau, ersetzt durch die entkoppelten dann mit der GAP-Reform 2003 in grün dargestellt. Und obendrauf sehen Sie die ländliche Entwicklung als Anteil immer zunehmend. Wir sind also jetzt im Jahr 2013 dann effektiv auf EU-Ebene bei einem Anteil von 25% auf EU-Ebene für die ländliche Entwicklung. Hier sehen Sie noch die Mittelausstattung für die Folgeperiode und die aktuelle Periode in Rot für die erste und für die zweite Säule, für beide Säulen dargestellt, die aktuelle Dotierung und ganz rechts summiert. Die Vorschläge der Kommission für die neue Programme, neue Periode waren um einiges niedriger als die laufende Periode. Das haben Sie auch mitverfolgt in den Diskussionen und in den Medienberichten. Und letztlich gibt es bereits eine Einigung der Staats- und Regierungschefs auf den gemeinsamen Finanzrahmen bis 2020. Und das ist die grüne Säule, die ist noch einmal niedriger als der Kommissionsvorschlag. Und man sieht, für die ländliche Entwicklung in der Mitte wird in Zukunft zu Preisen 2011 werden etwa 85 Milliarden zur Verfügung stehen. Das ist für die Gesamtperiode EU-Mittel. Österreich wird den Anteil bei knapp 4 Milliarden halten, den wir derzeit auch haben. Und das ist ein sehr großer Erfolg für die österreichische Agrarpolitik, weil wir ein überdurchschnittliches Interesse an der ländlichen Entwicklung haben. Das ist hier noch einmal zusammenfassend dargestellt. Sie sehen, ich habe diese 25% schon dargestellt, die ländliche Entwicklung im EU-Budget einnimmt. In Österreich ist der Anteil der ländlichen Entwicklung 66%. Also zwei Drittel sind bei uns Zahlungen für die zweite Säule. Was sind die Inhalte der zweiten Säule, damit Sie das auch noch in etwa abschätzen können? Und die beiden Hauptmaßnahmen sind das Agrarumweltprogramm ÖPUL und die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete.
Das sind über 70% der Mittel, die in diese beiden Maßnahmen gehen. Für das Agrarumweltprogramm sind es 46% und etwa 25% für die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten. Daneben gibt es natürlich noch die sogenannten Projektmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, investive Maßnahmen, Diversifizierungsmaßnahmen, und das ist auch der Ansatzpunkt für Green Care. Und ich kann das auch gleich sagen, also wir haben ja seit dem EU-Beitritt Diversifizierungsprogramme auch durchgeführt, mit 5b, mit LEADER 2, LEADER Plus, Programm 2000, Artikel 33 im Programm 2000 bis 2006. Und es hat immer wieder soziale Diversifizierungsaktivitäten auch gegeben, Altenbetreuung am Bauernhof und so weiter. Aber es hat bislang keine Bündelung und keine Konzentration, keinen gemeinsamen Ansatz gegeben, und das ist sicher eine gute Initiative, dass wir uns in diese Richtung, oder dass es eine Initiative in diese Richtung gibt. Was schlägt die Kommission vor für den Zeitraum 2014 bis 2020 für die ländliche Entwicklung, und auf welchem Verhandlungsstand sind wir derzeit? Wenn man das vielleicht ein bisschen als großes Bild darstellt, muss man als allererstes die Europa 2020 Strategie in Erinnerung rufen. Das ist die Nachfolgestrategie für Lissabon, die ja nicht sehr erfolgreich war, was man ja auch zugeben muss. Und die Europa 2020 Strategie sagt, Europa darf den Anschluss nicht verlieren, beziehungsweise soll in Bezug auf die Wirtschaftsblöcke eine Führungsposition einnehmen, und das soll durch Fokussierung der Politiken auf drei Bereiche erfolgen: auf intelligentes Wachstum, auf nachhaltiges Wachstum und auf sogenanntes inklusives Wachstum. Ja, das ist ja direkt aus dem Englischen übersetzt. Also es geht sozusagen um die soziale Komponente, die im europäischen Modell, Wachstumsmodell auch zu berücksichtigen ist, im Gegensatz zu anderen Weltwirtschaftsblöcken. Ja. Also sozusagen jeder Politikvorschlag, der von der Kommission gemacht wird, muss sich an dieser Strategie orientieren, und ich kann Ihnen sagen, dass wir da jetzt im Zuge der Programmplanung schon ganz ordentlich, ich kann fast sagen, ins Schwitzen kommen. Ja. Ich meine, das im Moment liegt es an was anderem, aber es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, das auch so darzustellen. Es wird auf europäischer Ebene einen gemeinsamen strategischen Rahmen mit den Strukturfonds geben. Sie sehen das hier blau unterlegt. Das ist eine Verordnung, die nicht von den Agrarministern verhandelt wird. Das ist eine Verordnung, die auch den Regionalfonds, den Sozialfonds, Kohäsionsfonds, Fischfonds, kurz werden sie abgekürzt als GSR, gemeinsamer strategischer Rahmenfonds, beinhaltet. Und auf österreichischer Ebene ist eine Strategie zu erstellen für alle Fonds, also für die Strukturfonds und für die ländliche Entwicklung, im Rahmen der nationalen Partnerschaftsvereinbarung. Und da sind wir auf ganz gutem Wege. Derzeit, gestern gab es eine große Stakeholder-Veranstaltung in Salzburg zu dieser Frage, wird auf Euroc-Ebene gemacht, weil die Euroc eine gute und eine etablierte Plattform ist für die Zusammenarbeit von Bundesländern und Bundesinstitutionen. In der Raumordnungskonferenz sind alle Bundesministerien und alle Bundesländer vertreten, also alle Minister, Ministerinnen und Landeshauptleute plus Städte und Gemeindebund. Die Sozialpartner auch mit beratender Stimme. Und unterhalb dieser Partnerschaftsverträge gibt es die ländliche Entwicklung und die Strukturfonds, und jeweils entsprechende Programme werden umgesetzt. Konkret die Vorschläge, also Partnerschaftsvereinbarung habe ich angeführt, ist ein gemeinsames Dach, unter dem sich die ländliche Entwicklung mit den Strukturfonds einreiht. Die Zielsetzungen der Verordnung selbst sind sehr vergleichbar mit den alten Zielsetzungen der ländlichen Entwicklung in der laufenden Periode. Sie haben auch einen engen Bezug zu den GAP-Zielen, wie Sie sehen. Ja, Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Bewirtschaftung, natürliche Ressourcen und ausgewogene räumliche Entwicklung. Das ist sozusagen diese ländliche Entwicklung im weiteren Sinne, wo es um wirtschaftliche Diversifizierung geht und so weiter. Die meisten oder einige von Ihnen kennen sicher die derzeitige Achsenstruktur, die wird aufgelöst. Wir werden 6 Prioritäten haben, ich komme dann darauf zu sprechen, mit Schwerpunktbereichen, mit Innovation, mit Umwelt und Klimawandel. Also es sind so Themen, die auf europäischer Ebene
Klammer zum Glück, eine besondere Priorität haben. Die Maßnahmen selbst werden nicht neu erfunden. Es gibt viele alte Bekannte, aber auch neue Sachen, wie zum Beispiel, Sie werden den wahrscheinlich im Zusammenhang mit Green Care noch öfters hören, den Artikel 36 Kooperation, wo es um Zusammenarbeit geht. Und das ist ein Artikel, wo sich die Kommission viel davon verspricht und sich auch sehr weit hinauslehnt und einiges an Möglichkeiten da vorsieht, und wir hoffen, dass wir das erfolgreich dann auch umsetzen können. Risikomanagement ist auch eine neue Maßnahme in Bezug auf Versicherungslösungen. Was der Fall ist in der Lernentwicklung, ist, dass die Maßnahmen nicht verpflichtend anzubieten sind, sondern der Mitgliedstaat sagt, wir machen das nicht. Es gibt derzeit 94 Programme in Europa und die haben fast alle eine unterschiedliche Gewichtung, beziehungsweise jedes ist individuell gestaltet. Es gibt lediglich eine Maßnahme, die jedenfalls umzusetzen ist, und das ist das Agrarumweltprogramm, weil Umwelt einfach eine spezifische Bedeutung hat. Und hier ist angeführt, ich habe das vorhin mit Europa 2020 auch gemeint, was uns zum Schwitzen bringt, die Zielorientierung, es muss sehr genau dargestellt werden, mit welcher Maßnahme, was wollen wir erreichen. Das muss quantifiziert werden und das muss auch überprüfbar sein. Ja, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, wir machen da jetzt ein tolles, sage ich, Green Care Projekt, ja, und dann passiert nichts, ja, sondern man muss dann auch Effekte feststellen können. Bin ich zu weit weg? Gut, dann werde ich mich so hinlehnen. Ich gehe kurz auf die Prioritäten ein, damit Sie das mal gehört haben. Ich habe immer gesagt, drei Achsen sind, kann sich noch jeder merken, sechs Prioritäten ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ich kann sie mittlerweile, nachdem ich mich ganz intensiv damit auseinandersetze. Innovation und Wissenstransfer ist eine horizontale Priorität. Das heißt, es geht um Bildungsmaßnahmen, Beratungsmaßnahmen. Ja, Wissenstransfer ist, glaube ich, spricht einfach für sich. Es soll jetzt nicht nur rein ein Kurs sein, sondern es sind einfach unterschiedlichste Varianten da möglich. Und Querschnitt bedeutet, für alle anderen inhaltlichen Prioritäten ist das anwendbar. Ja. Die zweite Priorität, Sie sehen da jetzt dann Begriffe, die Sie im Vorschlag selbst nicht genauso lesen, weil ich hier schon auf eine aktualisierte Fassung umgestiegen bin, weil es einfach sinnvoller ist, wenn der aktuelle Diskussionsstand auch reflektiert wird. Also das ist sozusagen, was derzeit die Achse 2 ausmacht in der ländlichen Entwicklung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Achse 3 ist neu mit dem Risikomanagement und die Bedeutung der Nahrungsmittelkette oder der Organisation der Nahrungsmittelkette wird hervorgehoben, indem eine eigene Priorität zu diesen Qualitätsregelungen, Erzeugergruppierungen und so weiter erstellt bzw. formuliert wurde. Priorität 4 ist so das, was derzeit im laufenden Programm unsere Hauptpriorität ist, die Ausrichtung auf Ökosysteme, auf die Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung. Und da haben wir bislang natürlich das Agrarumweltprogramm ÖPUL gemacht. In der Achse 2 wird künftig Priorität 4 sein. Und das betrifft auch die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten. Die Priorität 5 ist als solche neu hinzugekommen. Es geht um Ressourceneffizienz und Klimaanpassung und beziehungsweise Vermeidungsstrategien, Effizienz in der Wassernutzung, Energienutzung, erneuerbare Energie, Treibhausvermeidung, Verringerung von Emissionen und auch um die CO2-Bindung. Priorität 6, vergleichbar mit der Achse 3, das ist jener Bereich, wo wir über die landwirtschaftlichen Aktivitäten hinausgehen, also Diversifizierung, lokale Entwicklung ist für Leader-Manager, die möglicherweise auch hier sind, der Ankerpunkt, und als letzter Punkt die Förderung der IKT, also das ist in erster Linie eine Breitbandinfrastrukturmaßnahme, haben wir auch in der laufenden Periode bereits umgesetzt, soll dort den Breitbandzugang ermöglichen, wo die Provider aus wirtschaftlichen Gründen bislang eben nicht tätig waren.
Der Verhandlungsstand auf EU-Ebene, ich habe es angesprochen bereits, diese 3,937 sind es genau, ELA-Mittel für die Gesamtperiode, das ist sozusagen unser besonders großer Verhandlungserfolg, der auf Ebene des Europäischen Rates fixiert wurde. Was auch vorgesehen wurde beim Europäischen Rat, sind, dass 7% der Mittel im Rahmen einer leistungsgebundenen Reserve erst eingesetzt werden. Also das ist ein sozusagen ein Anreizsystem und ein Teil dieses, ich habe auf die Zielerreichung, auf die Darstellung hingewiesen, und also wenn der Mitgliedstaat hier nicht in der Lage ist, das nachzuweisen, dann erhält er nicht die restlichen oder die letzten 7% für die Programmierung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das klingt sehr technisch, der nächste Punkt, differenziertes Regime für maximale EU-Beteiligungssätze. In der ländlichen Entwicklung haben wir grundsätzlich das Prinzip der Kofinanzierung, sprich es werden EU-Mittel eingesetzt, aber nur unter der Bedingung, dass der Mitgliedstaat ebenfalls einen nationalen Beitrag dazu leistet. Wir haben in Österreich die Situation, dass wir das zwischen Bund und Ländern aufteilen. Also die Bundesländer sind sehr wichtige Partner für uns, sowohl was die Finanzierung betrifft als auch die Abwicklung. Und da gibt es eben für die neue Periode sehr differenziertes System, also für Umweltmaßnahmen bis zu 75% EU-Beteiligung, für LEADER bis zu 80%. Das ist für mich viele Mitgliedstaaten eine sehr wichtige Sache. Man muss sich nur vorstellen und vor Augen halten, die EU-Mittel sind dieselben. Ne? Selber Hand, also der Betrag steht, und je nachdem, wie viele nationale Mittel sie dann dazu stellen, führt das eben zu einer Vergrößerung oder zu einer Verkleinerung des Programms. Also wir wollen hier, wir haben derzeit in etwa eine 50-50 Finanzierung im laufenden Programm, und dabei wollen wir es eigentlich auch, das wollen wir auch in Zukunft so halten. So, für die ländliche Entwicklung, wie schaut es hier im Prozess aus? Wir haben uns im Rat, also dort sind die Mitgliedstaaten vertreten, im März auf die Position zu diesem Vorschlag der Kommission geeinigt. Auch das Parlament hat das im März gemacht. Und derzeit finden sogenannte Triloge statt, wo sich die drei Institutionen zusammensetzen und versuchen, zu einem Ergebnis zu kommen. Und es wird ab Sonntag, Sonntag bis Mittwoch, Dienstagabend, Mittwoch in der Früh möglicherweise einen Rat in Luxemburg geben, bei dem auch aller Voraussicht nach das Europäische Parlament anwesend sein wird. Und dort sollte die politische Einigung für die gesamte GAP-Reform erzielt werden. Also es wird nicht nur über die ländliche Entwicklung verhandelt, sondern auch über die Direktzahlung. In Greening haben Sie sicher gehört. Und das soll eben bis Mitte nächster Woche passieren. Und das ist auch der Grund, warum ich zu spät gekommen bin. Und weil wir hier eine sehr intensive Vorbereitung natürlich brauchen. Greening ist genannt und Abgrenzung sonstiges Gebiet. Wir machen auf österreichischer Ebene ein Programm natürlich für die ländliche Entwicklung, das diese Rechtsgrundlagen abbildet und das konkrete Maßnahmen beinhalten wird, die in Österreich umgesetzt wird. Da haben wir schon im Jahr 2012 begonnen. Alle Unterlagen finden Sie auf le2020.lebensministerium.at. Sie können dort auch Ihre Wünsche deponieren an diese angegebene E-Mail-Adresse, und es wird öffentlich zur Verfügung gestellt. Ländliche Entwicklung und Green Care. Ja, Green Care bzw. soziale Diversifizierungsaktivitäten sind im Rechtstext, im Vorschlag der Kommission so nicht genannt worden. Es war im Erwägungsgrund 21, wurde auf die Schaffung von neuen Entwicklungs-, von Schaffung von neuen Wirtschaftstätigkeiten für die landwirtschaftlichen Betriebe hingewiesen und dass Investitionen auf diesen Betrieben dafür auch vorgesehen sein sollen. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Ankerpunkt für die Erfordernisse, die ein Betrieb hat, um im Green Care-Bereich tätig zu sein. Und der Schwerpunktbereich 6a, also der Schwerpunktbereich ist die Gliederung unterhalb der Prioritäten, geht eindeutig in die Richtung Diversifizierung. Im Artikel, das sind sozusagen der Überbau, der strategische, die einzelnen Artikel sind sozusagen die Maßnahmen, die effektiv umgesetzt werden. Und die Rechtsgrundlagen sehen hier in Artikel 20 Unterstützungen für Investitionen, ja, das ist sehr wichtig, also es geht da nicht um Personalkosten oder um
laufende Kosten, sondern für Investitionen in landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch für nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten. Also ein ganz klarer Punkt, wo ich sage als Betrieb, ich möchte mich in diese Richtung entwickeln, ist hier im Artikel vorgesehen. Und wenn entsprechend der Druck auf uns ausgeübt wird, wird das auch im österreichischen Programm sich so wiederfinden. Ja? Beziehungsweise wir haben das, wie gesagt, seit 1995 auch schon ermöglicht, aber jetzt unter, sagen wir, besser koordinierter Interessenslage kann man das natürlich vielleicht sogar noch ein bisschen hervorheben. Der Artikel 36 abschließend, ich habe ihn schon angesprochen, ist ein Kooperationsartikel. Und hier kann man für einen bestimmten Zeitraum gemeinsame Aktivitäten durchführen. Ja? Und das ganz Schöne an diesem Artikel 36 ist, dass man hier auch laufende Kosten übernehmen kann. Beispielsweise, ich denke jetzt an eine Koordinationstätigkeit in diesem Zusammenhang, ja? Ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, weil es funktioniert, also Ländlichentwicklung funktioniert so, es gibt einen Projektträger, eine Projektträgerin, die kommt mit dem Vorschlag, möglicherweise koordiniert mit anderen und reicht diesen Vorschlag auf Basis der Richtlinien ein, setzt ihn um und bekommt dazu den Investitionszuschuss. Und eben noch in Diskussion, das ist ein bisschen anders farblich gehalten, ist ob nicht, also das ist derzeit noch in den Trilogen mit Parlament und Rat und Kommission in Diskussion, ob nicht Health Care, also für Betriebe, für landwirtschaftliche Betriebe und soziale Integration nicht effektiv als Kooperationsgegenstand unter 36 auch genannt werden soll. Sagen wir mal, wäre für diese Aktivitäten sicher eine gute Verankerung. So, das war es im Schnelldurchlauf, fast genau in 20 Minuten. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es noch Fragen gibt, weiß ich nicht, soll man es direkt machen, nachdem ich die Diskussion nicht mitverfolgen konnte. Danke.